Moin, moin. Na, ihr da draußen, alles gut? Heute haben wir Besuch. Hermes hier. Moin. Qualitätsmann. Weißt du, was der gleich macht? Weiß ich nicht. Guck mal, dieses Gerät an. Und in das Gerät, da sitzen die ganzen Einzelteile drin, die ganzen Ersatzteile. Ah, da in dem Gerät nicht. Die sitzen auf dieser schönen... Oh, auf der Furcht. Kann ich mal gleich jetzt mal Lappen holen. Hier ist auch alles eingesaut. Auf so einer Folie dementsprechend drauf. Fitsche nennt sich das. Steht auch drauf, für welches Auto das ist. Dementsprechend Ascona A, Manta A. Hier steht auch drauf, wann das letzte Mal aktualisiert worden ist. Ist hier 381, das ist die, meine ich, auch die letzte Ausgabe von denen. Also wir haben die ganz früher, haben wir die monatlich, sind die immer aktualisiert worden. Na, irgendwann, wenn das Modell natürlich ausläuft, ist das die letzte Ausgabe, dann wird da nichts mehr gemacht. Aber damit haben halt früher die Teile-Leute ihre Ersatzteile rausgesucht. Ja, das machen wir jetzt für den Manta eben, dass wir eben so die Buchsen und was alles gebraucht wird da für die Lenker, für die Radaufhängung, dass wir das dementsprechend einmal raussuchen damit. Ich kenne das noch, wenn ich früher mit meinem Opel dahin gewesen bin zur Werkstatt, dann hatten die auch so ein Ding. Ja, die haben, wie gesagt, für Ersatzteile, für Arbeitszeiten nachgucken, teilweise ja, Stromlaufpläne oder so gab es auch drauf. Auch in Buchform, also war unterschiedlich, wie die das dementsprechend da gehandhabt haben. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt 95 in die Lehre gekommen, da standen die Dinger noch, waren aktiv. Also bei uns ist ja 98, 99 dann auf dem elektronischen, auf dem PC umgestellt worden. Also wie gesagt, da, ich habe ja zwischendurch mal gelesen, wo wir das Teil mal vorgestellt haben kurz, dass da viele noch mitgearbeitet haben. Brauchen aber eben Lappen, damit wir das nicht sauber kriegen. Das ist besser, aber ich hole mal. Ja, dann ist das nicht so beschlagen. Ich hole mal Lappen. Irgendwo werde ich hier wohl Lappen haben. Und das ist jetzt so, sag ich, wie so ein Diaprojektor. Das ist sowas wie, ja, wie nannte man das früher in der Schule, so ein Overhead-Projektor. Heißt hier, letztendlich ist unten eine Lichtquelle. Wir legen das hier dementsprechend auf eine Glasscheibe. Dann wird das von unten beleuchtet und halt hier auf einem Bildschirm projiziert. Ne? Ganz einfache Technik. Ganz einfache Technik. So wie heutzutage, wenn ihr da die Ersatzteile bestellt, ne? Wenn du jetzt heute die Ersatzteile bestellst, dann kannst du natürlich auch gleich mal umschwenken. Dann gehst du mal auf eBay Kleinanzeigen, guckst dir mal was anderes Schönes an. Ja, das geht das dementsprechend auch, was heute dementsprechend ist. Du kannst das geht aus, hier nicht. Aus den Ersatzteilplanfilmen, wenn man das noch so nennt, gleich die Teile in den Warenkorb packen und dementsprechend bestellen, beziehungsweise dann auch gucken, wo ist es lagermäßig. Und das ist so, hier musstest du früher alles raussuchen, händisch, hier alles per Hand aufschreiben und dann dementsprechend, ja, hast es eingetippt oder gefaxt oder halt dementsprechend per Telefon bei deinem zuständigen Händler bestellt. Der hat dir dann irgendwann mal sagen können, ja, hat Lieferzeit oder haben wir da oder so. Das hat natürlich sehr lange gedauert. Also das geht jetzt alles mit ein paar Mausklicks, pups, ist das weg. Und also wir kriegen dreimal täglich Lieferungen, also das ist gar nicht mehr zu vergleichen. Und was hier natürlich auch bei ist, bei den älteren Fahrzeugen haben wir es auch schon mal angesprochen, dass du auch viel gucken musst. Welche Bremsengröße hat das Fahrzeug? Was für eine Anlage hat er drin? Also das ist hier nicht vorgegeben. Du hast eine Fahrgestellnummer, die hattest du damals, die hast du heute auch, aber die Daten waren da nicht alle hinterlegt. Ne? Also da konntest du nicht anhand der Fahrgestellnummer sehen, welche Maschine oder so drin ist, so wie das heute ist. Heute gibst du halt die FIN oder die Fahrzeuginnennummer im PC ein und hinter dieser Fahrgestellnummer ist das komplette Auto hinterlegt. Das heißt, alle technischen Daten, die wir brauchen, um Ersatzteile zu bestellen, sind da heute hinterlegt. Also das geht über die Farbe, die Ausstattung, was das Fahrzeug hat, was für eine Batterie da drin sitzt, was für eine Lichtmaschine, hat er Klimaanlage, hat er keine, hat er Servo, ja gut, das ist so Standard, aber hier, da ist wirklich alles hinterlegt, was man braucht. Da muss man nicht mehr zum Auto rennen, Reifengröße, Felgen, ist auch alles soweit hinterlegt. Natürlich, wenn mal was umgebaut worden ist, dann hilft das wenig weiter, aber wie gesagt, also man muss nicht mehr ständig zum Auto rennen, um zu gucken, was ist denn nun verbaut. Das ist heute komplett dahinterlegt, ist bei allen Herstellern dementsprechend so. War damals, wie gesagt, noch nicht, auch sehr lange nicht. Ich glaube, ja, mit Astra G, also 98, 2000, da sind die ersten Filterungen hinterlegt worden. Davor mussten wir teilweise gucken, was hat er drin, was ist verbaut, welche Lichtmaschine ist da, eine 70er, 100er Ampere Lichtmaschine drin.
weil sonst passt es nicht und von welchem Hersteller. Also das war schon richtig Arbeit, da waren wir zu der Zeit auch mit 5-6 Mann bei uns auf dem Lager. Heute mache ich das alleine. Also trotzdem kommt heute auch noch mal was verkehrt an. Ja, ab und zu, aber ist wenig, ist relativ wenig. Dadurch, wie gesagt, dass alle Daten hinterher sind, du kriegst alles nur vorgeblendet, was wirklich zum Fahrzeug passt. Und das Einzige, was mal passieren kann, links, rechts, das passiert ab und zu mal. Aber also ganz ehrlich, wenn ich dran denke, was wir früher für Rückgaben hatten und wie viel das war, das ist geschwindend gering. Also das ist fast gar nichts mehr. Und vor allen Dingen, die Rückgaben kannst du genauso einfach über den PC, du gibst den Auftrag, der Zap, hast das Teil bestellt, machst du Rückgabe, dann kriegst du so ein Formular, das klebst du auf das Paket, schickst das weg und eine Woche später hast du deine Gutschrift. Also das ist auch alles gegenüber früher, wo das alles händisch gemacht werden musstest. Du musstest einen Fax hinschicken oder wie gesagt telefonieren und dann kriegst du irgendwann mit der Post dann die Sachen und musstest das verpacken und hinschicken. Das ist alles wesentlich einfacher und effektiver. Geht auch gar nicht mehr anders bei der ganzen Technik und allem, was da dementsprechend drum zu ist. Und sonst bei dir alles gut? Ja, alles gut. Im Moment gut zu tun. Räderwechsel, Saison fängt voll an. Genau. Und dann sind wir Sommer auch gut involviert. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da gleich was finden. Schalten wir das gute Link mal rein. Ob wir da gleich was finden für den schönen Mann, ne? Ja, finden wir schon. Zum Aufbau von dem Katalog kann ich vielleicht noch eben ein bisschen was sagen. Also diese Kataloge sind jetzt noch nach Nummern durchkatalogisiert, also hier von 1 bis, ich glaube bis über 20 geht das hier. Die einzelnen Gruppen, also ich sag mal, die stehen dann für verschiedene Baugruppen dann auch wieder. Also ich sag mal so, 1 ist hauptsächlich Karosseriebereich, Scheibendichtung, Frontscheiben. Gruppe 2 ist dann auch noch wieder dementsprechend so Radkästen, Radeinbauten. Also das war früher so. Die Ersatzteilnummer hat sich aus diesen Gruppen auch dementsprechend aufgebaut. Also zum Beispiel hier Gruppe 3 ist alles, was mit Vorderachsaufhängung und so zu tun hat. Nee, und dann baut sich die Nummer 3 ist praktisch vorne, also Radaufhängung. Und dann zum Beispiel 344 sind Stoßdämpfer. Dann hast du halt 344, was weiß ich, 605, dann ist dann ein Stoßdämpfer vorne links oder rechts. Oder dementsprechend halt, hat halt was mit der Vorderradung. Also du konntest anhand von dem, was du haben musst, schon gucken, in welcher Gruppe du überhaupt gucken musst. Und wenn jetzt einer gesagt hat, ich brauche zum Beispiel Stoßdämpfer vorne, wusstest du gleich, ich muss Gruppe 3 aufrufen. Und dann dementsprechend hast du hier ist es 342. Ja, einige Stoßdämpfer laufen auch unter 344. Und dann dementsprechend gehst du hier im Katalog runter. Hier ist noch Gruppe 2. Oder bist du hier irgendwo dann mal auf der Vorderachse und hast hier die Stoßdämpfer. Und dann guckst du dementsprechend, da hast du Bild Nummer 2 hier zum Beispiel, Stoßdämpfer. Dann ist doch ein bisschen hell hier, muss doch vielleicht das Licht ein bisschen runtergefahren werden. Okay. 2 und dann steht hier dementsprechend Stoßdämpfer komplett vorne, Gasöldruck und dann auch Hinweis paarweise tauschen. Also man soll ja Federn, alles was mit Radaufhängung dementsprechend zu tun hat, ob das jetzt Federn, Stoßdämpfer sind, immer paarweise tauschen, also nie einen. Also es gibt welche, die machen das zwar, aber ich bin da auch kein Fan von. Und dann hast du dementsprechend hier hinten immer die Modellcodes für das Auto, für welches Fahrzeug dementsprechend das passt. So, der Manta hat 58, der ist hier auch mit dazwischen. Also das passt hier für alle dementsprechend. Oh, das kannst du aber ganz schlecht lesen, ne? Ja, das ist der Plan für mich ist ein bisschen älter, muss man ein bisschen ganz genau hingucken. Also 58 ist der Manta, der ist hier mit 58 drin. 58 ist hier, der Manta ist mit drin. Wie gesagt, du hast dementsprechend 53, müsste ich jetzt gucken, was das ist. Das kann sein, dass das dann normale Zweitürer ist. Und hier dementsprechend, da sind die Codes hinterlegt. Bei anderen Teilen, die motorabhängig sind, ist halt dementsprechend, steht hinter, passt das für einen 12er, für einen 16er, für einen 1900er, dementsprechend, das muss man hier hinten alles gucken. Also ist schon ein bisschen mehr Arbeit als heute, weil wie gesagt, man muss wirklich gucken, welches Teil passt auch zum Fahrzeug. Und teilweise ist, wenn in der
in dem Bauzeitraum was geändert worden ist, steht das hier auch dabei, zum Beispiel beim Manta war das, glaube ich, ich glaube, an der Haube ist ja was geändert worden mit der Hupe. Ja, genau. Vorne. Da gibt es dementsprechend auch, ich weiß gar nicht, können wir hier auch mal gucken. Auch schon so lange nicht mehr dran gearbeitet. Haube 1160. Mal gucken, Kotflügel haben wir hier. So, Nummer 1, die Haube. Da haben wir hier Motorhaube und dann steht hier, das kannst du ganz schlecht lesen. Mitverwenden. Aber da hat er auch zwei verschiedene Modellcodes. Kannst gar nicht mehr lesen, aber das müsste einmal bis und einmal Abfahrgestellnummer sein hier. Auf jeden Fall, du hast die zwei Motorhauben zur Auswahl. Ja. Dementsprechend. Das sagte er damals ja auch, ne? Darum, ja, wo sich dementsprechend diese Lufteinlässe geändert. Also unser Manta-Treffen macht. Genau, genau. Das ist dementsprechend auch dabei. Oder es gibt auch Teile, die halt nur Export-Variante hat. Ist dementsprechend auch, steht dann auch dementsprechend dabei, dass hier da Unterschiede sind. Also wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken. Weil wir wollen ja jetzt erstmal hier für die Vorderachse dementsprechend genau, wir schauen. Ja, das wäre dann wieder Baugruppe 3. Hier, da siehst du, dass Olli auch ja nochmal wieder dabei gewesen, versucht das rauszudrücken. Ja. Dann ist das hier komplett, das sitzt da ja so stramm drin. Ja, dann hat er hier das zusammen. Ist jetzt, das sind die unteren, ne? Guck hier, da hast du den. Der hier ist das. Was wir gerade hatten? Gerade hatten, das ist der hier mit dem Aufsatz. Das ist ja unten dementsprechend die Führung. Ja. Da kommt ja der Stabi durch, die Stabi-Stange hier durch. Hier hast du ja auch dementsprechend den Kugelkopf hier. Mhm. Das Traggelenk. Und hier hast du, ja, das ist einmal die Buchse für den Stabi, wo die Stabi-Stange durchkommt. Die wird ja dann verschraubt und das ist hier die Buchse, die hier dementsprechend drin sitzt. Ja. Ne? Das ist da alles einzeln aufgeführt. Letztendlich muss man alle Gelenke und Buchsen, die dementsprechend im Fahrwerk dementsprechend drin, vorne wie hinten, die müssen neu, die Stoßdämpfer müssen neu, die Gummiauflagen für die Federn, also das sollte man alles neu machen, weil da brauchst du keinen alten Kram ein. Die sind ja wahrscheinlich auch schon halb zerbröselt oder auseinandergefallen. Wie gesagt, das muss man dementsprechend hier alles einzeln dann. Die Gummis, die kamen hier nachher auch da oben drauf, ne? Ja, genau, die Auflagengummis hier, die sind hier dementsprechend auch abgebildet. Das muss auch alles dementsprechend mit neu. Kostet auch nicht so die Welt. Ne? Das müsstest du eben alles aufschreiben. Ne? Ja, das können wir gleich eben dementsprechend machen. Ja. Und hier, wir schon diese beiden Buchsen hatten wir ja schon liegen. Guck mal, ja, das ist aber nicht original, das ist ja dementsprechend als Reparatur gedacht, um die Dinger hier zu retten. Weil das ist ja hier schon letztendlich rausgebrochen. Das ist jetzt, muss man gucken, sind die hier auch. Und das gab es ja nicht als Originalersatzteil. Genau, da gab es sondern einen. Diese, wie hießen die, Ausleger oder was? Ich habe die im Internet auch irgendwo gefunden. Die Kugeln haben. Kann ich schon reingucken hier. Ja, da oben. Ausleger mit Buchse. Ausleger. Ja. Also genau, die konnte man ja auch komplett, genau, die waren so teuer, ne? Ja, und wie gesagt, die Gummibuchse ist da nur eingepresst. Da ist praktisch das Bauteil, ist diese Metallhülse, ist hier mit dran. Das gehört zu diesem Ausleger. Und hier, wie gesagt, die Buchse war da so fest drin, dass das mit rausgerissen ist. Dafür ist diese Reparatur, da war auch eine Anleitung, meine ich, bei. Oder kann man im Internet sehen, wie die dann neu eingesetzt werden. Also die müssen einmal auch eingedrückt werden und dann verpunktet werden, einmal punktgeschweißt werden. Ja, können wir im Internet sonst nachgucken. Weil, wie gesagt, die eigentlich zu dem Ausleger selber gehören. Und die Ausleger, meine ich, ich habe die bei Ihnen gefunden, kostet ein Stück über 300 Euro. Ja, die waren teuer. So, und dies ist halt eine Reparaturmöglichkeit, weil die Buchsen saß da dementsprechend so fest drin, dass das Gehäuse praktisch, wo die eingepresst ist, weil das hält die Buchse ja nicht, dieses Gehäuse dementsprechend mit rausgegangen ist. Das war halt alles, das ist vergammelt gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den anderen habt, den auch noch liegen. Da hatten wir ja noch nicht ausgepresst, meine ich. Siehst du da? Ja. Da kannst du sehen, da ist die Buchse drin und hier. Diese Hülse ist hier werksmäßig verschweißt in diesem Bauteil. Also das kriegst du normal nicht einzeln. Und bei dem war das Problem, und das wird das hier auch sein, dass diese Verpunktung komplett weggerostet ist. Und wenn du die Buchse jetzt rausdrückst, dann drückst du
dieses Teil komplett auch mit weg. Mhm. Und dafür, wie gesagt, gibt es die hier, die muss man dann nur fein säuberlich wieder einsetzen und dann auch punkten und dann kann man eine neue Buchse reinpressen. Ja. Ne? Weil sonst müsstest du das ganze Bauteil neu haben. Ja. Und wie gesagt, das ist sehr kostspielig. Ja. Das ist halt bei einigen Sachen, da musst du gucken, gibt halt viele Sachen, die kannst du Reparatur, zum Beispiel für die Tür, das Reparaturblech, die gab es früher dementsprechend auch, oder halt für Schweller oder sonstige Sachen, dass du halt nur das Schadhafte austauscht, um halt da hier nicht eine riesen Arbeit nachher zu haben. Ja genau, die kenne ich auch, die Schweller, die fertigen Schweller und so weiter. Genau, baust du das dementsprechend ein oder halt, wie gesagt, halt das Türblech, was ich euch für die Tür besorgt habe, um halt unten die Falz, die war ja nicht mehr in Ordnung, das war ja gammelig, da braucht man sich nicht drüber aufhalten und da irgendwo rumzumachen und zu tun, sondern das wird vernünftig ausgeschnitten, das Blech neu eingesetzt, einmal übergekantet und dann ist es sauber. Mhm. Dann hat man da auch den ganzen alten Fraß dann weg. Ja, aber diese Box, das war auch gar nicht so einfach, oder ist ja gar nicht so einfach, die da rauszukriegen. Nee, ist richtig. Die ist natürlich jetzt, ich sag mal, wenn du die neuen nachher siehst, die sind dementsprechend weicher. Was wir vielleicht auch verkehrt gemacht haben, wir hätten erst den Metallkern rausnehmen müssen. Ja, den kleinen. Nee, der hat ja hier auch so einen Metallkern. Der ist hier, meine ich, auch mit abgebildet. So klein, ja, das haben wir letztes Mal als Oliver auch schon gesagt. Den zuerst rausnehmen, weil das Gummi ist ja nun so alt wie der Manta und das ist hart wie Sau. Ja, wie und das hier, das ist natürlich dann beim Auspressen natürlich, hast du mehr Widerstand und hier, wie gesagt, man könnte jetzt den hier erstmal das Innere rauspressen und dann vielleicht auch mit einer hier Säbelsäge die Buchse anschneiden, damit sie leichter rausgeht. Mhm. Hey, ein bisschen vorarbeiten. Geht vielleicht auch. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt mein Gebiet, aber könnte man vielleicht bei dem eher machen. Vielleicht kriegst du den sogar heile raus, insgesamt, dass das halten bleibt und hast dann nicht so viel Arbeit wie bei dem anderen. Aber das ist nun mal so, man muss das erst mal ausprobieren. Und hier, wenn man dann weiß, wie das geht oder wie es nicht gehen soll, dann macht man es beim nächsten Mal besser. Das ist halt Learning by Doing. Ja, das sehe ich auch so. Das ist immer Learning by Doing. Das ist so. Darum. Und du musst dementsprechend halt da auch deine Erfahrung sammeln, wie es am besten geht. Vielleicht weiß einer Zuschauer ja auch oder aus Erfahrung, wie der es am besten gemacht hat. Ja. Kann er ja in die Kommentare schreiben. Und hier, ja, wie gesagt, man lebt hier nur davon, sag mal, dass man Tipps kriegt, wie man es am besten macht. Genau. Und hier, jeder ist ja mal irgendwo angefangen mit was. Mal ist es schief gegangen und dann weiß man beim nächsten Mal, wie man es besser macht. Ist so. Ne? Ja, das haben wir ja letztes Mal das Thema mit der Haltung von der Stoßstange. Da sagten ja einige Zuschauer auch, ja, da kannst du mal eine Mutter drauf schweißen. Ja, eine Mutter drauf schweißen. Und dann, ne? Und dann, wie gesagt, vorher noch gut hier einwirken mit ja, Rostsilber oder so. Oder was, ich sag mal, ein bisschen warm machen. Ja, oder warm machen. Es gibt, ich sag mal, hier haben wir teilweise auch, wird jetzt nicht so häufig eingesetzt, so ein Geräte mit so einem Draht, die kannst du dann um die Mutter oder um die Schraube spannen, so Induktionsgeräte. Und dann bringst du Hitze direkt auf den Punkt, auf die Schraube oder auf die Mutter, je nachdem was du. Und bringst, wie gesagt, nicht wie mit einem Brenner, hast du ja immer eine riesen Fläche, wo du halt Hitze drauf bringst. Und mit diesen Geräten, mit diesen Induktionsgeräten bringst du halt genau auf diesen Punkt die Hitze und dann glüht das dementsprechend und kriegst dadurch Bewegung rein. Funktioniert teilweise auch, gerade wenn du mit dem Brenner auch nicht hinkommst. Ich meine, beim Auspuff ist das was anderes, aber wenn du irgendwo eine Schraube hast, wo du sowieso schon scheiße rankommst und wo du auch nicht mit einer offenen Flamme arbeiten darfst oder kannst, ist so ein Gerät dann auch dementsprechend schon. Und natürlich immer ein gutes Werkzeug. Ne? Ja. Also ich sag mal, bei so einer halb rund gedrehten Schraube, da brauchst du nicht mit Baumarktwerkzeug anfangen, da musst du ein bisschen was Vernünftiges haben. Und wie gesagt, es gibt ja auch diese Spezialnüsse, was ich auch gelesen habe, einige geschrieben haben. Ja, genau, die du da dementsprechend draufpacken kannst oder die halt so ein Profil haben, die sich dann halt, wenn du ihn losdrehst, richtig reinfressen. Mhm. Aber die kosten natürlich dementsprechend Geld und ob das immer für den Privatgebrauch dann geht. Wie gesagt, also einfachste Methode ist, meine ich auch, eine Mutter draufschweißen und dann dementsprechend hier vor gut einwirken lassen. Ihr habt ja das gute Zeug von mir. Genau. Und hier dann dementsprechend vielleicht auch noch mal ein bisschen tickern, dass da ein bisschen Bewegung drauf kommt. Müssen wir mit Mama drauf kloppen.
und dann versuchen, ob man den dann irgendwo gelöst kriegt. Genau, das natürlich ist gut, einigermaßen kommst du da noch ran, aber na gut, die Dinger müssen runter, spätestens voll lackieren. Ja, deswegen meine ich, wenn ja. wir jetzt das lackiert und so, dann müssen wir die noch runterbauen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Dann müssen wir dann nochmal bauen, dann nützt nichts. Gut, okay. Das sehe ich genauso. So, dann gehen wir jetzt auf Suche, oder? Ja, ich kann eben einmal hier. Wir können ja mit den Auslegern dementsprechend anfangen. Dann brauchen wir die Fahrgestelle dafür. Ja, oben bei dir. Irgendwie, die müssen mit 58 anfangen. Ja. 5,8. Ja. 5,5. 5,5. 0. Ja. 6. Ja. 3. Ja. 1. Ja. 3. Ja. Das waren sie. Das ist auch hinkommen, kann ich so nachmachen. Da kommt noch mehr zu. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Bruchteil von dem, was da noch dementsprechend kommt. Das sammelt sich von an. Also da kommt noch eine ganze Ecke mehr. Vor allem der Kabelbaum ist ja auch nicht mehr so ganz hundertprozentig. Hey. Da ist nur das Problem, hatte ich auch schon mal geguckt, da gibt es noch so keinen Ersatz. Also bei dem Modell jedenfalls. Da habe ich bei irgendeinem im Internet gesehen, die ist in Vorbereitung. Das wäre natürlich schön, ja. Ich meine, das dauert ja noch ein bisschen, bis wir so weit sein. Vielleicht haben die bis dahin den Kabelbaum auch. Und da muss ich ganz sagen, ich habe ja neben Autos auch mit landwirtschaftlichen Maschinen ein bisschen zu tun. Ich habe ja selber ein bisschen Hobbylandwirtschaft zu Hause. Und also bei sehr vielen Traktoren kannst du die Kabelbäume vorkonfiguriert kriegen. Ja. Also ich habe da einen, der sitzt in auf Wiesmoor, Helmers. Also da habe ich für meine D-Serie, also das für alle, die das nicht wissen, der IHC D439, könnt ihr ja mal googeln, so einen kleinen Schlepper. Und da hat sich auch einer an den Kabelbäumen mal zu schaffen gemacht und viele Löserklemmen und Schnellverbinder reingesetzt. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nee, das wollen wir nicht so lassen. Also ich bin zwar nicht dafür, so einen Trecker auf links zu drehen und komplett neu aufzubauen, aber er muss schon technisch in Ordnung sein, vor allen Dingen sind das immer ja Federquellen, wenn da mal Wasser reinläuft oder so. Und hier, der bietet für sehr viele Fabrikate komplett vorkonfigurierte Kabelbäume an. Und da ist auch immer eine Anleitung alles mit bei. Also das kann auch, ich sag mal, ein Laie in Anführungszeichen, der noch nicht so bewandert ist, ja, selber den austauschen. Ich meine, so viel Elektrik sitzt in den Traktoren nicht drin. Aber hier, die sind komplett fertig. Und die sind auch von der Qualität her sehr gut. Kostet natürlich ein bisschen was, aber dann hast du auch dementsprechend Ruhe, bevor du da selber anfängst. Wie gesagt, ist alles komplett, sind überall Schildchen dran, was an den Warnblinker kommt, was für ein Scheinwerfer ist und die ganze Verkabelung. Ja. Also das ist wirklich top. Also da gibt es sehr viel. Wie gesagt, für den Manta jetzt habe ich keinen gesehen, der da wirklich was anbietet. Also meistens steht er in Arbeit oder dementsprechend, ja, muss sich für die natürlich auch lohnen. Ich meine, so einen Kabelbaum aufzubauen, ist auch viel Arbeit und ja, es muss halt dementsprechend ja auch vom Preis her passen. Ja, also muss er passen. Kabelbaum da dann in die Tausende geht, dann macht das auch keiner. Da muss man schon dementsprechend auch genug Nachfrage haben. Also wie gesagt, das ist immer Angebot und Nachfrage, das ist ja immer entscheidend. So. Aber wie gesagt, soweit sind wir noch nicht, vielleicht finden wir da ja auch noch was. Das kann ja durchaus sein, dass bis dahin da noch was kommt. Da können wir ja, das ist ja nur, wie gesagt, erstmal muss der Spachtelkamm fertig und dann muss zum Lack hin. Die hier und Nummer 12. Dann haben wir von dem Stabilisator selber, das ist ja die Stange hier von der Hinterachse. Das ist ja einmal, die praktisch von einem Lenker zum Hinteren geht. Und dann hast du hier nochmal den Stabi nochmal extra. Mhm. Der hat auch noch Buchsen, 7, 6,
So, und dann hast du, das sind die, und da am Ende hast du auch noch Buchsen drin. Ritzel mit Flanschkupplung. Aber ich sag mal, das würde ich lassen. Weil das wird wahrscheinlich nicht leicht zu kriegen. Das sieht ja gut aus. Darum, also das würde ich dann dementsprechend, ist ja schon, wie man das dann hier abkriegt hier. Das ist ja hier unten ist hier irgendwie ja, auch verschraubt. Ja, von der anderen Seite. Das musst du von der Seite ist da irgendeine Öffnung. Nee, das ist eine Kappe drauf. Ja. Ja, da musst du es aufmachen. Und dann dementsprechend sitzt da eine Mutter. Ja, und dann kannst du das abnehmen. Kannst du das Ding rausziehen. Dann kannst du es abnehmen. Ne? Also den würde ich dementsprechend, der sieht ja in Ordnung aus, da ist ja auch nichts weiter dran. Ja. Das würde ich nachlassen. Und das, da hast du so, wie ich hier das sehen kann, keine Einzelteile. Da müsstest du dann das ganze Teil nehmen. Ich glaube nicht, dass du sowas überhaupt noch kriegst. Ansonsten, das kann Olli sich ja selber noch eben angucken, was er dazu meint. Aber das würde ich so lassen. Die Kappe, die würde ich neu machen, weil sonst kommt Feuchtigkeit ins Lenkgetriebe rein. Genau. Und ja, das alte nun auch nicht. Aber nee. Dann hier denke ja, ich mal, das wird hier schwer zu kriegen sein. Ist hier als Einzelteil nicht aufgeführt. Und hier ja, kann man dann, wenn er nur sagt, gut, das soll neu. Aber nee, das ist ja noch alles so weit tutti. Anfang. Das ist so. Ne? Und hier, ich gucke dann, wie wir da am besten. Dann kriegen wir, wo ich die Teile am günstigsten kriege. So wie letztendlich bei dem Mustang genau dasselbe, dass man erst guckt, wo man alles am besten herkriegt und dass man auch die Frachtkosten so gering hält. Aber das ist bei den Teilen eigentlich nicht so das Problem. Das kriegst du ja hier alles. Bei dem ist natürlich die Army, ja, muss man viele, einige Sachen, kriegst du nur im Ausland. Letzten hatte mir noch einer mal so eine Seite geschickt. Der hatte auch da gesehen, da kannst du alle Opel-Ersatzteile kriegen. Alle. Ja, du hast da mehrere, also wo wir immer ganz viel früher weggeholt haben, jetzt wird es natürlich weniger, weil die Leute nicht unbedingt zu uns kommen, sondern hier das auch selber raussuchen, ist Mats Autoteile in Flensburg und hier, das ist auch ein großer Händler, der hat auch sehr viele Opel-Teile und dann gibt es natürlich Alt-Opel-Teile, Alt-Opel-Hilfe, ja. OTR, Originalteile und sowas. Also da gibt es einige große, aber teilweise, die haben auch nicht immer alles. Da muss man halt ein bisschen gucken. Helfen tun immer, wenn du die Ersatzteile irgendwann hast. Die haben wir ja hier dementsprechend. Ansonsten musst du bei einigen halt über Fahrgestellnummer oder halt über den Typ gucken. Da kannst du auch was. Also ich habe die Federn habe ich auch irgendwo im Paket schon gesehen. Die waren glaube ich auch nicht so teuer. Aber wie gesagt, ich gucke da in Ruhe eben nach. Ja. Und hier, wer was hat, und es gibt aber auch für die ganzen Achsen solche Überholsätze. Ja. Und so muss man immer gucken, ob da auch alles drin ist, was man braucht, nur dass man eben abhakt, das ist alles drin, damit man da weiß, was man dann alles hat. Aber das ist, wie gesagt, das sind nicht so die großen Sachen. Aber wichtig ist, dass wir Material haben, dass man die Teile, die kleinen Teile müssen ja auch nach und nach fertig. Die kann man ja dann nach und nach aufbereiten. Genau. Heißt, erstmal müssen ja die Gelenke alles raus, komplett genau. Entrosten, versiegeln, genau. Anstreichen und dann die neuen Buchsen rein, die schön mit Fett und allem einsetzen. Genau. Und hier, dann hat man die ja schon fertig. Ja. Und dann kommt ja irgendwann, wenn das Auto wieder zurückkommt, fängt man ja, ich sag mal, normal mit Achse und dem ganzen Kram an. Was man dann natürlich auch gucken muss, die Kardanwelle, wie die aussieht. Aber wie gesagt, da habe ich keine Ahnung von. Dann das Differential würde ich zumindest aufmachen, gucken, reinigen, ja. Neue Dichtung drauf, neues Öl drauf. Ihr habt ja irgendwo so einen Oldtimer-Katalog mit alten Ölen gekriegt, weil da darf ja auch nicht einfach neues Öl drauf, sonst machst du dir das Teil ja auch kaputt. Ja, und dann, das ist schon wieder sehr weit schon vorgegriffen. Zukunftsmusik, bis ihr erstmal so weit seid. Ja, genau. Aber wir wollen ja auch ein bisschen in der Zukunft schweben. Du weißt ja nicht, der Traum ist ja, wenn der Manta läuft. Ja, ist richtig. Ne? Aber ja, weiß, dann kommt ja auch, ich sag mal, du brauchst eine neue Kupplung. Also ja. Ich würd, die alte würde ich da nicht einbauen, die würde dann auch nicht mehr funktional sein. Da musst du den Motor, du musst den Motor angucken, der liegt ja auch schon. Genau, haben wir letztes Mal schon. Dann müssen wir erstmal die Zündkerzen raus, ich bringe dann ein Endoskop von der Firma mit,
gucken wir uns, wie sieht der von innen aus. Lässt den mal durch, die Kompression vielleicht mal prüfen, soweit es irgendwo geht. Und da sind auch gewisse Sachen, die du vorher machen musst, bevor du das Ding überhaupt da reinbaust. Genau. Nee? Und ja, das muss man gucken. Aber wie gesagt, da sind wir noch, ich sag mal, meilenweit von entfernt. Ne, das ist so. So, jetzt hast du dein Zettelchen da voll. Die Seite ist voll, das reicht erstmal. Also fürs Erste jedenfalls. Also das wären noch ein paar Seiten. Vor allen Dingen hat Matti, glaube ich, auch mal im Video angesprochen, nachher, wenn es ans Zusammenbauen geht, sprich Türen zusammenbauen, den Innenraum komplettieren. Das, was immer irgendwo fehlt, oder das ist bei uns genauso, diese kleinen Clips, Klammern, kleine Schräubchen, da fehlt immer irgendwo. Immer. Ich weiß auch gar nicht, wo liegt das ganze Zeug eigentlich? Habt ihr das noch irgendwo im Karton? Irgendwo im Karton. Ja, da sollten wir dann vielleicht auch mal beigehen, wenn der Manta weg ist, die Kartons aufmachen. Ich habe euch mal irgendwo ein paar blaue Kästen besorgt. Ja. Da habe ich auch noch welche von, dass man das aus den Kartons rausholt und schon mal grob vorsortiert. Nee, dass man halt so, das gehört alles zu der Tür, in einen Kasten eben dran schreiben, Teile für Tür, dass man eine grobe Sortierung hat. Weil wenn du das jetzt überall in den Kartons ersuchen musst, vielleicht fällt auch noch was aus dem Karton raus und rutscht irgendwo runter unter das Regal. Ja, und du kriegst halt nicht mehr alles oder musst dir dann was einfallen lassen, wie du es machst. Also ich habe vor Jahren habe ich mal einen Motor überholt vom alten Traktor und da habe ich dann auch für die einzelnen Zylinder immer alles in eine Blechkiste gepackt, dann geschrieben Zylinder 1, Zylinder 2, weil die Teile ja auch auf diesen Zylindern eingelaufen sind, um halt dementsprechend auch eine Sortierung zu haben, dass du nachher, wenn du es wieder zusammenbaust, alles, was zusammengehört, auch hast, weil ich bin ja nun auch kein Landmaschinenschlosser gelernter und wenn irgendwo was rumfliegt, weiß ich auch nicht gleich, wo es hingehört, aber so macht man sich die Arbeit einfach leichter. Mhm. Nee? Das ist bei uns auch, wenn wir an neueren Fahrzeugen arbeiten. Wir haben jetzt auch im Moment ein Fahrzeug da, der einen neuen Motor braucht. Da kommt eine Fülle an Teilen dementsprechend zusammen, die du verbauen musst. Und dann hast du, ich sag mal, so einen Tisch in der Größe, der liegt dann voller Ersatzteile, Dichtungen vom Abgassystem, von Kühlleitungen und alles. Also du musst da schon eine Sortierung haben, um dann nachher auch alles wieder dementsprechend zusammenzubauen. Und das ist, ich sag ja, nicht immer so ganz einfach. Also wenn ich das sehe, ich könnte es nicht. Das ist so. Okay. Also nicht so einfach. Aber auch das werden wir hinkriegen. Ja, das kriegst du ja nur. Wie gesagt, du musst da, ja, du musst einen Plan haben und du musst auch wissen, wie du es dann machen musst. Ja, du weißt ja, die Vorstellung hat immer einen Plan. Ja, dann, ich sehe das immer schön am Regal, wenn Udo am Aufräumen gewesen ist und das nächste Mal liegt wieder alles durcheinander. Und dann denke ich immer noch, Kinder, wieso macht man sich die Arbeit? Da kann man sich das gleich sparen. Chaos bleibt Chaos. Nee? Braucht man sich da Mühe überhaupt gar nicht machen. Nee, aber wie gesagt, du musst halt, das ist bei mir auf Lager auch, wenn ich sag mal, alles durcheinander schmeiße, würde ich nichts wiederfinden. Wir haben ja, ich sag mal so 2.500, 3.000 verschiedene Teilepositionen bei uns im Betrieb liegen und das ist alles dementsprechend durchsortiert. Du hast eine Regalreihe, du hast jedes Teil, was ich im PC abfrage und was am Lager bei uns ist, hat einen sogenannten Lagerort. Das heißt, das ganze Lager ist eingeteilt in einzelne Regalreihen, 1 bis 19 durch. Dann hast du die Regalreihen nochmal extra unterteilt und dann nochmal eine Unterteilung in Ebenen und auch nochmal in Fächern. Das heißt, du hast einen, ich glaube, 8-stelligen Code sind wir im Moment bei, dass ich anhand von dem Code genau weiß, wo das Teil in welchem Fach und an welcher Stelle im Fach es liegt. Also wir haben teilweise Regalkästen, da liegen dann 6 Teile drin und ich kann genau sagen, liegt das vorne, in der Mitte oder hinten drin. Also so genau ist das sortiert, musst du auch, weil sonst findest du nichts wieder. Also früher war das ja alles numerisch durch, dann hast du alles gewusst, gut, 1 liegt vorne, 20 liegt hinten. Aber da die Ersatzteilnummern halt jetzt komplett anders sind wie damals, das nicht mehr numerisch ist, sondern quer durchbeet und dass die ja auch teilweise 7-, 8- oder 10-stellig sind, teilweise auch ja noch mit Buchstaben dazwischen, geht das nicht mehr. Da wo Platz ist, machst du ein Lager dementsprechend, guckst, aha, das ist in der Reihe, die Ebene, gibst dieser Ebene halt eine Nummer und legst das Teil da ab
und hinterlegst hinter dieser Teilnummer im PC halt, wo du es abgelegt hast. Mhm. Ne, so hast du auch, ich sag mal, wenn du schwerige Teile hast, die konntest du früher nirgendwo richtig einordnen, gibt es einfach irgendwo, was weiß ich, Lager hinten rechts, da und da liegt das, schreibst du dazu und dann weiß jeder, wo das Teil liegt. Also dann kann, es ist so aufgebaut, dass selbst ein Monteur, der zumindest einmal erklärt bekommen hat, wie das System aufgebaut ist, dass der letztendlich auch das Teil finden kann. Genau, wenn das braucht. Ne? Nee, weil einige Betriebe, die haben ja nur keinen Teiledienstmann in dem Sinne mehr. Und hier, da müssen halt dementsprechend die Monteure halt auch ran. Und dann ist da nur einer, der dementsprechend halt dann guckt, was ist abgelaufen, wo müssen wir nachbestellen. Mhm. Teilweise geht das auch automatisch. Also hast ja von einigen Firmen wird das ja auch angeboten, die Regalsysteme haben und wo das mit Scannern alles gemacht wird, die dann automatisch schon die Ware nachbestellen. Mhm. Also, so weit sind die meisten noch nicht. Das gibt's aber. Kannst du alles kriegen, kannst du alles machen. Und hier, wie gesagt, ist nur dran. Aber ich sag mal, dafür bin ich, dann wäre ja mein Arbeitsplatz weg. Ja, na klar, wenn mein Chef das alles so hätte. Ja, natürlich. Ne? Also von daher. Ist schon sehr viel Arbeit, auch trotz der ganzen neuen Geschichten, die da in den letzten Jahrzehnten alle dazugekommen sind. Ne? Alles so. Dann sagen wir tschüss. Ja, tschüss. Wir warten auf ein Update von dir. Ja. Und dann schauen wir mal. Piste ist da. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben. Tschüss. Tschüss.